Start. Und hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Projekt von mir. Also nicht nur von mir, es ist auch mit mehreren Leuten, aber ich nehme daran teil und deswegen sage ich jetzt erstmal von mir. Und dieses Projekt nennt sich, wie ihr seht, es ist Minecraft. Es ist Let's Change Minecraft. Und wir sind jetzt der Dritte an der Reihe. Oh, ich höre schon irgendeinen Zombie. Wir sind jetzt hier der Dritte an der Reihe und dürfen schon ein bisschen was Vorgefertigtes haben wir schon mal. Und dürfen damit jetzt weiterspielen. Unter anderen Teilnehmer, Moment, ich habe mir das eben aufgeschrieben. Die anderen Teilnehmer sind, der das alles leitet, nennt sich Schobble LP. Dann gibt es noch The LP Gary, The Drax LP und Fabian Money HD. Ich hoffe, ich habe euch jetzt alle richtig ausgesprochen. Und ich werde auch die Kanäle nochmal in der Beschreibung verlinken, damit ihr nochmal dort die anderen Folgen sehen könnt. Ich bin jetzt der, ich laufe wild durch die Gegend, ich bin jetzt der Dritte, der hier aufnimmt. Vor mir war Schobble LP und LP Garen dran. Und tja, mal sehen, was auf uns zukommt. Ein bisschen haben wir ja schon was. Wir sehen, wir haben schon was zu essen. Ich mach mal die Tür zu, sonst kommt ein Zombie rein. Oh, Moment, ich muss ja kurz die Minecraft-Musik ausmachen. So. So. Und mal sehen, was wir für uns hier haben. Wir spielen jetzt mit dem Texture Pack. Das ist, vielleicht haben es schon einige von euch gesehen, ein Mix aus, habe ich mir selbst erstellt, ein Mix aus Erde, ja, genau. Ein Mix aus Minecraft Working von Honeyball. Heißt doch so, glaube ich, ja. Von Herr Sommer. Das habe ich mir selbst zusammengemixt. Ich finde beide Texture Packs eigentlich relativ schön. Spiele auch mit beiden einzeln, aber manche von den jeweiligen Texture Packs finde ich manche Sachen besonders schön. Und dann habe ich mir einfach gedacht, ach, mixe ich mir doch mein eigenes zusammen. So, was haben wir denn schon? Wir haben schon mal eine Steinspitzhacke. Die nehmen wir schon mal mit. Dann haben wir eine Steinaxt. Das kann uns auch nicht schaden. Eine Steinschaufel und ein Schwert kann nie falsch sein. So, was zu essen haben wir dabei? Wir nehmen nochmal einen Apfel mit. So. Und dann würde ich erstmal sagen, wir bauen uns das Haus hier etwas weiter aus. Viel ist ja noch nicht. Es steht ein bisschen Stein, ein bisschen... Wo kommt dieser Zombie her? Hört ihr es auch? So ein bisschen Stein, ein bisschen Holz. Und dann würde ich mir sagen, holz mir hier erstmal den ganzen Wald ab. So. Der erste Baum ist gefallen und schon geht's an den nächsten. Vielleicht haben es ja einige von euch mitbekommen, schon, ja, vielleicht ist es einigen von euch aufgefallen. Ich spiele hier mit einigen Mods. Das eigentlich war die Idee des Spiels, Grundgedanke. Wir spielen eigentlich ohne Mods, allerdings so ein paar Mods sind eben erlaubt, wie Optifine, kennt ihr ja bestimmt alle. Dann habe ich noch drin den Soundmod, also der zum Beispiel jetzt hier, wenn ich zwischen den Sachen hin und her wechsle, dass da sich ein paar, ja, dass da Geräusche kommen und auch insgesamt andere Geräusche, wie zum Beispiel Vogel, ist ein Vogelgesang, was man ab und zu mal hört. Müsst ihr einfach mal drauf achten, vielleicht fällt es euch auf. Und dann, ja, manche nennen den Mod jetzt als Cheat. Ich habe jetzt auch hier, da kann ich auch kurz demonstrieren, genau, Inventory Tweaks, damit kann ich quasi mein Inventar einfacher sortieren. Finde ich einfach praktischer. Sonst gibt es bei dem Projekt eigentlich nicht viel zu sagen, also außer, dass der eine nimmt eine Folge auf, dann gibt er die Map an den nächsten weiter. Der nimmt dann wieder eine Folge auf, lädt die wieder auf einer Webseite hoch und gibt sie quasi wieder an den nächsten. So, dass quasi jeder eine Folge aufnimmt. Ich denke mal, ich weiß nicht, das haben wir gar nicht jetzt abgesprochen. Ich denke mal, dass so eine Folge 15 Minuten sein wird. 15, 20 Minuten. Und mal sehen, was auf uns zukommt. Wir holzen jetzt eigentlich nur was ab. Mal sehen, wie weit es geht. Ich denke mal nicht, dass jetzt so weit kommt wie Gronkh mit, was hat er jetzt? Ich glaube, 970 Folgen oder so. Das denke ich mal nicht. Im Hintergrund habe ich jetzt auch schon ein bisschen Musik laufen. Also ich bin wild auf der Suche nach schöner Let's Player Musik, die zu Minecraft passt. Und wenn ihr was Gutes habt, dann sagt mir bitte Bescheid, weil ich bin ja, ich bin am Suchen. Habe einige Seiten auf YouTube gefunden, die auch GEMA-frei sind. Dadurch, dass ich dann ja quasi die Musik verwenden kann. Ihr schreibt dann auch in die Beschreibung, von wo die Musik ist, damit ich mich nicht strafbar mache. Weil wer wird das schon gerne haben, dass quasi jemand seine Musik verwendet. Und dann sagt, dann ich sage, von wem sie ist. Das fände ich persönlich nicht so nett. Da war ein bisschen jetzt Verschwendung für die Axt hier. Warum leckt es gerade? Dass wir hier mit einer Steinaxt auf die Blätter rumhacken. Noch kurz die Saplings aufsammeln. Haben sich ja manche von euch mich darum gebeten, ob ich nicht auch andere Projekte als Let's Play Mafia machen will oder kann. Und da dachte ich mir, ja, mache ich doch gleich mal hier mit Let's Change Minecraft.
ich habe das schon mal schon mehrmals von so etwas gehört und ich dachte mir, ist ja super, könnte ich auch mal machen. Klingt interessant. Wir pflanzen ja auch gleich erstmal nach, damit dann der nächste hinter uns kommt. Der nächste müsste dann The Drugs LP sein, damit der auch was hat und quasi. Oh, ein Creeper. Hat der uns schon gesehen? Ich hoffe nicht. So. Zurück in unsere nette kleine Bude. So. Bisher sieht sie echt nur so aus, als hätte jeder wild das zusammengekleistert, was er gefunden hat. Und da ist auch schon unsere Schaufel kaputt. Schade, Eisen haben wir noch nicht, oder? Hat jetzt jemand Ofen liegt? Nee, schade. Eine Workbench haben wir schon. Ein Bett, sehr schön. Ach, ich könnte eigentlich auch schlafen, oder? Ach komm, ich kann doch die Nacht hier nutzen und so ein bisschen. Dafür brauche ich einen Stein und zwei Sticks. Und mach mir eine Schaufel. So. Wieder eine Steinschaufel. Der Eisen wäre schön, aber da muss mal jemand. Ich mach's jetzt, denke ich mal, nicht in der Folge, dafür habe ich nicht genug Zeit. Ups, ich habe gar nicht auf die Uhr geguckt. Wie lange ich jetzt schon aufnehme. Da muss mal jemand in den nächsten Folgen so ein bisschen sich darum kümmern. Versuchen mal ein bisschen Eisen zu finden. Meine Höhlen in Kummer. So, ach genau, ich muss ja noch. Ach Blödsinn, ich brauche doch eine Workbench, keine Kiste. Ich mach erstmal noch nicht alles. 64 sollten erstmal reichen. So. Ich habe auch Folgen von den anderen, also ich bin nämlich, wie gesagt, nicht der Erste, der aufnimmt. Habe ich noch nicht gesehen, also als ich eben gestartet hatte, war das erste Mal, dass ich hier auf diese Welt gucke und hatte keine Ahnung, was mich erwartet. So. Kurz die Spitzhacke raus. Ja, alles kurz mit kleinen Hacken. So. Ich hatte das Projekt, wollte ich eigentlich schon mal ankündigen. Allerdings, ach schade, das ist ein bisschen leck. Muss man in den nächsten Folgen dann so ein bisschen an der Grafikeinstellung ändern. Rumexperimentieren, weil 20 Frames aufnehmen gefällt mir persönlich jetzt nicht so gut. Ja, jetzt geht's hoch auf 22, aber ich mache ja auch kaum was. So, ist schon ein bisschen Grafikanforderung anspruchsvoller, vor allem mit Optifine drin, was man, kann man ja das Spiel echt schön mitmachen. Ja, und ein bisschen grafikanspruchsvoller als jetzt Mafia, was ja könnte ich locker, wenn ich wollte, mit 60 Frames aufnehmen, aber da reicht mir auch super, ich höre eine Spinne. Ein Skelett auch noch. Verdammt. Warum sind da keine Fenster drin? Verdammt. Also zum Glück haben die ja ein Schwert für uns gemacht. So, ein bisschen Erfahrung gesammelt. Ziehe ich jetzt die Wand hier noch rein? Ja, komm, ich ziehe sie rein. Ich könnte die auch schön mit Stein auskleistern. Sähe vielleicht auch nicht schlecht aus. Nö, komm, ich mach jetzt hier. Mach jetzt hier ein bisschen Holz hin. Reiß dabei natürlich gleich die Fackeln ab. Was soll's. Pflanzen wir die woanders hin. Ich habe Minecraft übrigens noch nie, so wie jetzt hier, auf welchem Schwierigkeitsgrad spiele ich eigentlich, auf normal. Ich habe Minecraft noch nie wirklich jetzt mit Monstern gespielt, also zumindest nicht ganz von Anfang. Weil mir war das einfach immer zu stressvoll, sich schnell in der ersten Nacht irgendein Gebäude zu bauen, nur damit man dann, ja, quasi irgendwas hat, wo man vor Zombies und Monstern sicher ist. Das war mir immer ein bisschen zu stressvoll, da habe ich gleich stressvoll, genau, immer hier schon mit Denglisch sprechen, stressvoll natürlich und habe lieber gleich immer mit auf Peaceful angefangen und dann später auf normal geschaltet. Das Dach ist auch ein bisschen gefährlich, ne? Da können uns jetzt auch gleich ein Zombie reinkrachen. Holz haben wir doch noch. Ja, genau. Ach komm, machen wir das gleich alles zum Holz. Oh, das Lied ist mir jetzt ein bisschen leise. Komisch, doof ein bisschen, weil das andere Lied zuvor war deutlich lauter. Komm, mit 19 Frames ist das echt ärgerlich. Was könnte ich denn da jetzt noch ändern, außer die... Entschuldigung, Schobbel, ich muss mal kurz dein Schild wegmachen. Ups, ich habe gar nicht vorgelesen, was da drauf stand. Hätte ich vielleicht mal machen sollen. Tja, tut mir leid, Schobbel.
Kann ich ja mal kurz nachholen. Damit die anderen wissen auch nicht. Damit die anderen auch wissen, warum das auf einmal nicht mehr das gleiche auf dem Schild steht. Habe nicht gelesen. Ach, Blödsinn. So. Nicht gelesen. Was auf dem Schild stand. So. Jetzt reißen wir das hier noch kurz ab. Ja, dann muss ich jetzt eben frei noch Schnauze aufnehmen, weil ich habe keine Ahnung, wie lange noch. So, kurz mit Inventory Tweaks hier unser Holz auffüllen. Ich spiele schon etwas länger Minecraft, obwohl etwas länger ist. Ich hatte das Spiel gerade mal seit einem halben Jahr. Also ich habe mich nie wirklich den Minecraft-Hype angeschlossen. Bis mir irgendwann mal ein Freund empfohlen hat, ey, super Spiel, spiel das mal. Ich habe einen eigenen Server, da kannst du nochmal mitspielen. So, und da habe ich dann eben gemacht, auch mal Minecraft spielen. Ja, hier, das so ein bisschen war ein bisschen unnötig, da den Dirt abzubauen. Aber wer möchte schon Dirt in der Bude haben? Da, eigentlich sieht man es ja nicht, aber Dreck in der Bude ist nicht schön. Ja, warte mal, kann ich jetzt, hätte ich in der vorher machen sollen, ne? Aber eben hat es eigentlich super funktioniert hier mit der Framezahl. Obwohl, da hatte ich auch keine Musik im Hintergrund an, aber macht das so einen großen Unterschied? Hätte ich jetzt nicht gedacht. Warte mal kurz, Optionen, Grafikeinstellungen, Quality. Das kann ich mal ganz ausmachen. Hier sieht man ja, Grafikmenü sieht ein bisschen anders aus als im normalen Minecraft. Ich werde auch die Links zu den Mods, die ich verwende, werde ich auch alles in die Beschreibung packen mit Texture Pack, allem, außer das Texture Pack, was ich jetzt benutze, das darf ich nicht veröffentlichen. Das möchte Honeyball nicht, also sie weiß gar nicht, dass ich das Texture Pack habe, aber sie hat beschrieben, dass ich glaube 80% aus dem Texture Pack, also ich glaube 20% aus ihrem Texture Pack müssen, oder mehr als 80% ihres Texture Packs müssen geändert sein, damit man sagen kann, ja, schon etwas besser mit den Frames. Jetzt bin ich bei 30. Damit man sagen kann, es wäre sein eigenes Texture Pack. Und da ich Honeyball nicht gefragt habe, ob ich dieses Texture Pack jetzt als mein eigenes ausgeben darf, was ich denke eigentlich mal nicht ist, weil es ist ja eigentlich nur ein Zusammenklau von den zwei verschiedenen, mache ich das erstmal nicht und schreibe dann lieber hin, von wem die Texture Packs zusammengemixt sind. Ah, das sieht doch schon deutlich besser aus. Hier oben hast du ein, bisschen Kobbel reingezogen. Sieht nicht schlecht aus. Ist das symmetrisch? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Nö. Aber warte mal. Ich habe eine Idee. Mal ein bisschen Cleanstone brennen. Normales das Holz hast du... Ach, das hast du auch nicht mehr. Ansonsten wollte ich jetzt erstmal sagen... Komm, hauen wir das hier auch raus? Wir machen hier lieber schönes Birkenholz hin. Ich bin ja schon wieder bei so wenig Frames. Was soll das? Oh, ist das komisch. Ja, ist wenigstens ein bisschen besser. Hier machen wir raus und hauen das hier raus. So. Und machen dafür lieber das nette Eichenholz hin. So, Eichenholz. Eichenholz. Ja, das war klar, dass die Tür jetzt weg ist. So, schon sehr hübsch. Bringen wir hier vor noch eine Fackel an, damit uns die Fackel auch die ganze Bude abreißt. Ach, und wie schön, die Sonne geht auf. Ah, herrlich. Ansonsten könnten wir uns ja auch mal ein bisschen Glas kümmern. Aber wohl, wir machen jetzt erstmal hier noch ein bisschen... Da komm schon. Ah, Blödsinn. Das ist manchmal das... Okay, das haut jetzt unser Schwert kaputt, aber was soll's. So, und dann machen wir uns mal kurz ein neues... Ist das schon fertig? Nee, da können wir noch ein bisschen brennen lassen. Aber ein bisschen Kohle reinpacken. Ist vielleicht nicht so schön, wenn wir die ganze Kohle verbraten. Nehmen wir mal ein bisschen was raus. So, das reicht sowieso. 20, Hier so ein Leck. Holz haben wir noch ein
bisschen. Müssen wir mal so. Machen wir mal 16, so. Und dann machen wir uns mal kurz eine neue Axt. Und gehen auf Birkenholzjagd. Birkenholzjagd. Rennt nicht davon, ihr Birken. Ich jage euch. Ach, die Sonne geht auf. Und ein neuer Tag bricht an. Unsere Bäume sind noch nicht gewachsen. Schade. Oh, jetzt kommen die. Oh, jetzt schon wieder bei 20 Frames unten. Warum sind die noch nicht verbrannt? Dankeschön. Da hat uns ein Creeper um die Ohren gehauen. Warum verbrennen die denn? Kann mir das mal jemand sagen in den Kommentaren, wenn ihr es wisst? Das würde mich jetzt schon mal interessieren. Nein, ich brauche keinen Schaufel, ich brauche keine Spitzhacke. Ich brauche eine Axt. Komm, ich mache jetzt hier noch kurz ein bisschen Bäume ab, mache die Decke zu Ende. Und dann wollte ich auch schon mal sagen, Schluss für lustig. Schluss für lustig. Ich meine natürlich Schluss mit lustig. Und ich meine nicht Peter lustig. So. Ja, wie gesagt, ich hatte schon mal, wollte diese Folge eigentlich schon mal ankündigen. Also das ist dieses Projekt hier. Allerdings hatte ich auch schon mit LP Gary und Shovel aufgenommen. Und dann hat mein lieber Vater so das Internet ausgeschaltet, sodass ich dann aus der Folge rausgeflogen bin. Aber ich werde dieses Video, wo ich rausgeflogen bin, da wurde dann doch von, ich glaube, Shovel und Gary haben es hochgeladen. Wie gesagt, ich hoffe, ich spreche euch richtig aus. Haben sie es hochgeladen und ich werde dieses Video auch verlinken, obwohl ich dann nur von, ich glaube, von 15 Minuten nur ungefähr 2 im Video bin. So, das müsste eigentlich reichen. Jetzt schnell zurück zu unserer Bude. Ach, wie schade. Ich kann eigentlich das Spiel auf extrem spielen. Ach, unsere Bäume sind gewachsen. Eigentlich kann ich das auf Sichtweite extrem spielen mit schönster Grafik, aber mit den Aufnahmen jetzt hier, das ist doch ein bisschen grafikanspruchsvoll für meinen PC. So. Ich finde das so lustig, dass man, wenn man in die Folge kommt, weiß man nie, was genau erwartet mich jetzt. Finde ich ziemlich interessant, weil ja, es kann quasi alles auf einen zukommen. Ich mache erstmal das Deckel zu, damit der Nächste, der hier reinkommt, nicht von irgendeinem doofen Zombie erwischt wird. Oder Creeper, der in seine Bude reinfällt. Ja, ich mache jetzt schon ein bisschen Überlänge, aber es tut mir leid. Ich mache das hier noch schnell zu Ende. So, ach, das sieht doch schon mal gemütlich aus. Dann reißen wir das hier oben nochmal raus. So. Damit es auch schön symmetrisch ist. 1, 2, 3, 4. Jetzt können die Zombies nämlich nur noch durchs Fenster klettern. Ja, auch nicht toll, auch nicht viel besser. So, dabei haben wir gleich mal ein bisschen Erfahrung bekommen. So, und jetzt hier zumachen. Draußen vor der Tür kann sich da jemand anders drum kümmern. Das mache ich jetzt nicht mehr. So. Die Spitzhacke ist gleich kaputt. Ich hoffe, das reicht noch für unsere Zwecke. Nein, natürlich nicht. Das habe ich erwartet. Dass die Spitzhacke nicht kaputt geht. Natürlich. Ach, das ist ein bisschen doof, wenn man mit Minecraft immer neu anfängt. Immer alles von vorne. Anfangs rausbauen, vor Zombies verstecken. Bis man dann irgendwann mal ein bisschen mehr hat. Und dann erst wirklich Spaß macht. Natürlich, war klar. Uns reicht der Cleanstone nicht. Aber was soll's, ich stelle mich jetzt mal hier ins Fenster. Genieße die wunderschöne Aussicht auf Sichtweite. Normal plus 112. Und verabschiede mich dann erstmal bis zum nächsten Video. Schaut doch mal bei den anderen vorbei. Die nächste Folge wird auf The Drugs LP Kanal erscheinen. Abonniert uns alle quasi, damit ihr keine Folge verpasst. Und ja, bewerten, kommentieren, abonnieren, sagt mir, was ihr zu dem Projekt findet, wie ihr das Projekt findet. Und damit bis zum nächsten Mal. Ciao!